Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video schauen wir uns die Siemens EQ700 Integra an. Preislich liegt der Vollautomat auf jeden Fall in der Oberklasse und hat einiges an Features zu bieten. Alles in allem lässt sich aber auch vorweg sagen, dass Vollautomaten sich in der Regel nicht voneinander großartig unterscheiden. Beispielsweise sind günstigere Vollautomaten auch von der Siemens EQ-Reihe zum Beispiel relativ ähnlich. Dennoch haben sie oft mehr Plastik verbaut, das Design ist vielleicht nicht ganz so hochwertig und ansprechend und die Mühle kann auch deutlich lauter sein. Wer gerne Vollautomaten verwendet oder auch viele Kaffees am Tag mit einer Maschine beziehen möchte, der ist mit dieser Siemens EQ700 sehr gut bedient. Der Aufbau der Maschine ist so simpel, dass wir entschieden haben, ihn nicht mal zu filmen. Denn das Einzige, was ihr machen müsst, ist die Maschine aufstellen, Milchtank an die Seite und mit Milch befüllen, Kaffee oben rein und den Wassertank befüllen. Und das war's eigentlich schon. Im Wassertank gibt es außerdem einen kleinen Brita-Wasserfilter, was die Bedienung und den Geschmack natürlich deutlich vereinfacht und verbessert. Auf der Vorderseite der Maschine findet ihr ein 5 Zoll großes TFT-Display. Die Bedienung ist relativ simpel, einfach und intuitiv. Und ihr findet hier schon einige Beispielgetränke. Meistens sind das die beliebtesten Getränke wie Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffeecreme. Achtung, Spoiler Alert! Es gibt in der App von Siemens noch Dutzende weitere Getränke und wir können aber schon mal hier an dieser Stelle sagen, dass sie alle sich zum Verwechseln ähnlich schmecken. Um den Mahlgrad einzustellen, könnt ihr einmal hier die Abdeckung abnehmen und dann hier mit dem Plastikregler den Mahlgrad verändern. Es gibt jetzt nicht viel Spielraum, den ihr hier habt und auch die Funktionsweise ist etwas gewöhnungsbedürftig und fummelig. Der Schalter ist aus Plastik verbaut und dadurch auch nicht so super robust. Von daher erwartet am besten nicht von der Maschine, dass ihr hier die perfekten Justierungen vornehmen könnt. Aber alles in allem, wenn euch der Kaffee zu bitter oder zu sauer schmeckt, dann gibt es hier die Möglichkeit, etwas am Mahlgrad zu spielen. Es gibt insgesamt 6 Mahlgrad-Einstellungen und ihr müsst den Mahlgrad auf jeden Fall natürlich an euren Kaffee anpassen. Wir haben in unserem Test den Tiga Terra verwendet, der besonders sich für Vollautomaten eignet. In unserem Test hat sich ergeben, dass die gröbste Einstellung in der Regel die beste für unseren Kaffee war. Das aber auch nur eine Empfehlung, passt auf jeden Fall es nach eurem Geschmack an. Das Mahlwerk besteht aus verschleißfreien Keramikscheiben und die Mühle arbeitet sehr ordentlich, relativ leise und auch sehr zügig. Auch hier, wie bei vielen anderen Maschinen, ist der Nachteil, dass man die Bohnen, die man hier in den Behälter gekippt hat, nicht mehr wirklich rausbekommt. Achtet also darauf, dass ihr hier nicht zu viel Kaffee lagert, denn je länger ihr den Kaffee hier einfach an der frischen Luft am Sauerstoff habt, desto mehr Geschmack verliert er. Wenn ihr zum Beispiel in einem kleinen Büro sitzt mit dieser Maschine, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung, etwas mehr Kaffee hier oben zu haben. Ansonsten empfehlen wir natürlich immer, wenn möglich, frischen Kaffee in den Behälter zu geben. Am Display könnt ihr auch, bevor ihr euren Kaffee brüht, die Stärke auswählen, von mild bis kräftig. Außerdem lässt sich die Brühtemperatur verändern, was leider bei der Maschine nicht wirklich aussagekräftig ist. Denn das Einzige, was ihr einstellen könnt, ist normal, hoch oder maximale Wassertemperatur. Was das nun in Celsius bedeutet, das steht offen. Ein großer Pluspunkt der Maschine ist die einfache Reinigung. Es gibt eine automatische Reinigung, die ihr hier vornehmen könnt. Und auch die Brühgruppe ist mit einigen Handgriffen direkt entfernt. Außerdem lässt sich auch die Abtropfschale hier vorne sehr leicht entnehmen und reinigen. Alles in allem also ein wirklich einfacher, geschmeidiger Prozess. Zur App lässt sich sagen, dass es mehr Spielereien sind, als dass man sie wirklich auch täglich benutzen würde. Man kann zum Beispiel den Brühvorgang von der Couch aus starten, was erstmal ganz cool ist. Außerdem gibt es eine Playlist-Funktion, was bedeutet, dass die Maschine in einer bestimmten Reihenfolge bestimmte Getränke aufbrüht. Nettes Feature, aber ob ich die wirklich jetzt in der Praxis verwenden werde, weiß ich nicht. Dann gibt es noch die Auswahl an dutzenden Kaffeespezialitäten in der App, die wie gesagt alle relativ ähnlich schmecken. Sonderlich mehr bietet die App derzeit leider nicht. Der Kaffee Crema ist auf jeden Fall eines der Getränke, wo der Vollautomat in voller Linie punktet. Der Körper ist vollmundig, der Geschmack ist kräftig und intensiv, ohne jedoch zu bitter zu sein. Okay, kommen wir nun zum Espresso. Sagen wir mal so, die Espressos schmecken eher wie ein sehr kräftiger Kaffee Crema mit einem leicht trockenen und etwas bitterem Abgang. Für Puristen empfehlen wir also hier eher eine Siebträgermaschine. Okay, kommen wir nun zu meinem persönlichen Highlight, dem Cappuccino. Der Cappuccino ist genau das richtige Getränk für den Vollautomaten. Der Milchschaum ist schön fluffig und angenehm und hat eine perfekte Trinktemperatur. Und auch der Espresso kommt hier sehr gut zur Geltung, da er durch die Milch ergänzt wird. Alles in allem für mich das ideale Getränk aus dem Vollautomaten. Und auch der Latte Macchiato schmeckt wunderbar milchig. Klar, hier kommt der Espresso nicht so ganz stark zur Geltung, da er mit relativ viel Milch überdeckt wird. Jedoch ist der Latte Macchiato ein sehr schönes, rundes Getränk, das der Vollautomat perfekt produziert.
Auch die verschiedenen Schichten kannst du hier sehen. Und Fun Fact, auch alternative Milch, wie zum Beispiel Hafermilch, funktioniert relativ gut im Vollautomaten. Wir finden die Ergebnisse von Milchgetränken, also Latte Macchiato, Cappuccino und so weiter, wirklich, wirklich gut. Besonders mit unserer Tigaterra-Röstung, die relativ dunkel geröstet ist. Vor allem für Fans von Milchgetränken ist die Siemens EQ eine tolle Anschaffung. Wir empfehlen für Vollautomaten in der Regel etwas kräftigere Röstungen. Also wenn du auf kräftige Röstungen, wie zum Beispiel den Tigaterra stehst, in Kombination mit heißem Milchschaum und heißer Milch, dann bist du auf jeden Fall mit der Siemens EQ sehr gut bedient.